Hallo liebe Sternzeichen-Widder, ich freue mich, dass du hier bist und wir schauen uns jetzt an, was die Karten dir zum Oktober mitgeben können. Wir starten mit dem schamanischen Traumdeck und schauen mal, was dich hier erwartet. Also was kommt diesen Monat auf dich zu, was spielt sich bei dir ab? Welche Themen, welche Energien kommen hier für dich raus? Welche Nachrichten solltest du zum Oktober erhalten, liebe Sternzeichen-Widder? Worauf möchten die Karten dich hier hinweisen? Was solltest du zum Oktober wissen? Was ist da besonders relevant für dich? Und wir haben als erstes das Irrlicht mit dem Thema im Schatten verborgene Schätze und der Nummer 62. Außerdem die Nummer 14 mit das Leben nehmen, wie es kommt und dem Driftboot. Und dann haben wir hier noch die Nummer 10 mit dem Tieftaucher und dem Thema sich in eine Aufgabe versenken. Ich habe das Gefühl, manche sind hier auf Schatzsuche. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dieses Boot befindet sich auf Abenteuerreise, auf Schatzsuche. Und auch Tieftaucher suchen in der Regel irgendetwas am Meeresboden. Ja, du scheinst irgendetwas zu suchen. Scheint irgendeinen Schatz zu suchen, irgendeine Art von Erfüllung zu suchen. Aber hier kommt durch, dass manche vielleicht selber gar nicht wissen, wie das genau aussieht, was sie sich wünschen. Sie wissen, es gibt etwas, was mich vorantreibt. Es gibt hier diese Lust auf mehr. Es gibt hier diesen Wunsch, etwas zu finden. Aber ich weiß vielleicht noch nicht ganz, wie das aussehen wird. Ich habe vielleicht eine grobe Ahnung, aber diese Schätze sind im Schatten verborgen, in der Tiefe verborgen. Sie sind vielleicht noch nicht ganz sichtbar, noch nicht ganz greifbar. Aber du bist bereit, dich in den Schatten zu begeben, in die Tiefe zu begeben. Manche könnten hier sich mit Schattenarbeit befassen diesen Monat und vielleicht sogar in Teile ihrer selbst vordringen, die sie noch nicht so gut kennen. Vielleicht beschäftigen sich hier manche mit ihrem Unterbewusstsein, mit Träumen, mit Hypnose im Oktober. Aber du hast keine Angst davor, dich in die Tiefe, in den Schatten zu begeben. Im Gegenteil, ich glaube, du, ja, versenkst dich in diese Aufgabe, etwas zu finden, was noch nicht ganz greifbar ist, mehr über dich selbst herauszufinden und vielleicht einem Ziel näher zu kommen, selbst wenn du noch nicht genau weißt, wie es aussieht. Lass uns etwas mehr dazu herausfinden. Was suchst du hier genau? Was vermutest du in der Tiefe oder im Schatten? Und was spielt sich ansonsten im Oktober bei dir ab, liebe Sternzeichen Widder? Was können dir die Karten sonst noch zum Oktober mitgeben? Was solltest du wissen? Die Mondkarte passt sehr gut zu dem Thema hier. Manche könnten diesen Monat so ein bisschen Nachteulen sein. Manche könnten sich mehr mit Ritualen oder auch Halloween oder sowas auseinandersetzen. Würde mich nicht wundern, wenn manche sich irgendwelche Thriller oder Horrorfilme ansehen, oder sich mit Okkultismus oder sowas beschäftigen, weil anstatt die Dunkelheit von dir zu schieben, lässt du dich darauf ein. Du erkennst, dass die Dunkelheit genauso zur Vollkommenheit dazugehört wie das Licht.
Und weil du die Dunkelheit nicht fürchtest, nimmst du ihr vielleicht auch so ein bisschen diese Macht, habe ich das Gefühl. Ja, auch mit der Muse der Emotionen haben wir hier emotionale Offenheit, diese Bereitschaft in die Tiefe zu gehen. Wir haben die Priesterin, die auch sehr passend ist, was dieses Thema angeht, die super intuitiv und spirituell und weise ist. Ich habe das Gefühl, du kennst deine Grenzen bzw. tastest dich langsam an gewisse Grenzen vor. Und hörst dabei sehr genau auf deine Intuition. Okay, du bist bereit, in die Tiefe zu gehen, du bist bereit, in die Schatten zu gehen, aber du tust das auf eine sehr bewusste Art und Weise und orientierst dich dabei, an deiner Intuition. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Sache. Okay, und dabei könnten letzten Endes hier irgendwelche wichtigen Erkenntnisse bei rumkommen. Wir schauen uns die Karten der Reihe nach an und starten mit der Erklärung der Mondkarte. Was könnte sich hier zu Beginn des Monats bei dir abspielen? Liebe Sternzeichen Widder, was solltest du zur Mondkarte wissen? Was kommt Anfang Oktober ungefähr auf dich zu? Worum geht es hier genau? Mit der Mondkarte haben wir eine Karte, die für das Sternzeichen Fische stehen kann, aber nicht muss. Mit der Mäßigkeit hier haben wir das Sternzeichen Schütze. Außerdem kommt das Gericht raus. Das sind bis jetzt alles große Arkana-Karten in dieser Spalte. Auch der Teufel ist eine große Arkana-Karte. Und wir haben hier noch den König der Stäbe. Feuerenergie. Löwe, Widder, Schütze. Und mit dem Teufel haben wir das Sternzeichen Steinbock. Ja, also. Ich habe das Gefühl, dass manche sich hier mit ihren Schatten, mit ihren negativen Angewohnheiten zum Beispiel auseinandersetzen, mit negativen Glaubensmustern auseinandersetzen, mit Dingen auseinandersetzen, die sie vielleicht bisher so ein bisschen zurückgehalten oder eingeschränkt haben. Du gehst so weit, wie du es dir selber zutraust. Okay. Ich habe das Gefühl, dass manche sich ja auch irgendeine Art von Hilfe oder Unterstützung holen könnten. Therapie könnte für manche sinnvoll sein, Anfang des Monats oder wenn du deine Ernährung umstellen möchtest, wenn du dich von irgendeiner Sucht lösen möchtest. Oder was weiß ich, du könntest dir irgendeine Art von Hilfe oder Unterstützung holen. Jemanden, wo du weißt, diese Person kennt sich damit aus. Oder vielleicht ist es auch einfach nur jemand in deinem Umfeld, der eine ähnliche Situation erlebt hat und dir irgendwelche Tipps mit an die Hand geben kann. Ich denke also, dass einige sich hier mit ihren eigenen Schatten beschäftigen, aber hier kommt auch noch eine andere Person durch Anfang des Monats. Würde mich nicht wundern, wenn es ein Feuersternzeichen ist, Löwe, Widder, Schütze, besonders Sternzeichen Schütze, aber eben auch Fische und Steinbock kommen hier durch. Jedenfalls. Könntest du hier sehr genau die Fehler und Macken dieser Person sehen und anerkennen? Ich muss allerdings sagen, für manche kommt hier so ein bisschen durch, dass du Anfang Oktober dazu tendieren könntest, die Probleme anderer Menschen lösen zu wollen oder etwas nochmal probieren zu wollen, was bisher schon nicht funktioniert hat. Besonders in deinen Beziehungen, vielleicht in der Liebe für manche oder vielleicht geht es hier auch um toxische Freundschaften oder Familienmitglieder, die dir nicht gut tun. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, das Ganze hier aufzurollen. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist,
einer Sache hier oder einer Person hier nochmal eine zweite Chance zu geben, muss ich ganz ehrlich sein, weil ich sehe hier Eigenschaften, die ein bisschen schwierig sind und ich denke, du fühlst dich stark genug, dich dem zu stellen Anfang Oktober und du bist auch stark, keine Frage, aber das heißt nicht, dass du dir diese Situation aufbürden musst, okay? Was auch immer das ist, ich habe nicht das Gefühl, dass es dein Problem ist. Also warum solltest du es zu deinem Problem machen? Okay. Und wenn du sagen solltest, okay, ich möchte jemandem trotzdem weiterhelfen oder eine neue Chance geben, weil ich wirklich an das Gute in dieser Person glaube oder weil ich sehe, wie, ja, wie schwer sich jemand mit etwas tut. Da kannst du natürlich ganz auf dein Gefühl hören. Ich würde dir aber raten, wenn du das machen möchtest, wenn du dich darauf einlassen möchtest, schau wirklich darauf, dass diese Person sich auch von sich aus verändern möchte, dass diese Person von sich aus bereit ist, an sich zu arbeiten oder an eurer Verbindung zu arbeiten. Sein oder ihren Teil zu tun, dass hier etwas funktionieren kann. Wenn das nicht da ist, wird es nicht funktionieren. Ja, und das mag bei jedem Widder hier anders aussehen. Es kann sein, dass du es mit jemandem zu tun hast, der bereit ist, sich zu verändern und dann kann es vielleicht funktionieren. Aber wenn du diese Bereitschaft nicht siehst von deinem Gegenüber, dann würde ich persönlich dir davon abraten, hier zu versuchen, etwas zu verändern, zu verbessern, wie auch immer. Es könnte nach hinten losgehen. Bin ich ganz ehrlich. Okay, weil ich habe das Gefühl, diese Schatten, diese negativen Eigenschaften, die sind nicht unbedingt klein. Also wenn man sich dem stellen möchte, dann muss da auch eine gewisse Bereitschaft da sein. Und ich glaube, nicht eben nur von deiner Seite aus. Okay. So ein bisschen kommt hier durch, dass einige Widder sich auch in der Vergangenheit schon sehr stark weiterentwickelt haben, eine Menge gelernt haben, eine Menge gewachsen sind und das ist großartig. Ich gratuliere dir dazu. Darauf kannst du wirklich stolz sein. Aber bloß weil du selber bereit warst, dich weiterzuentwickeln und zu lernen und zu wachsen, heißt das nicht, dass andere Menschen dieselbe Bereitschaft haben, dieselbe, ich sag mal, innere Stärke oder Stabilität dafür haben, dass andere Menschen bereit sind. Okay, ich glaube, du möchtest helfen und das ist bewundernswert, aber wie gesagt, diese Bereitschaft muss da sein. Ich denke, du persönlich kannst dich definitiv weiterentwickeln. Ich sehe da großes Potenzial, weil du eben keine Angst davor hast, dich auch, ich sag mal, unangenehmen Tatsachen oder deinem Unterbewusstsein zu stellen. Aber nicht jeder ist bereit, in die Tiefe zu gehen. Nicht jeder ist bereit, sich seinen Schatten zu stellen. Und das muss man manchmal akzeptieren, auch wenn es schwer ist. Lass uns die Muse der Emotionen ansehen. Worum geht es hier mit der Muse der Emotionen bei dir ungefähr in der zweiten Oktoberwoche, liebe Sternzeichen Widder? Zur Muse der Emotionen haben wir die drei der Stäbe. Die Muse der Emotionen steht für Wassersternzeichen oftmals. Krebs, Skorpion, Fische könnten dementsprechend in deinem Umfeld präsent sein in der zweiten Oktoberwoche. Wir sehen hier auch nochmal Feuerenergie. Löwe, Widder, Schütze. Das kann deine eigene Energie sein, das kann die deines Gegenübers sein. Aber ich sehe auf jeden Fall Kommunikation, ich sehe einen Austausch, der emotional in die Tiefe gehen könnte, was sehr schön ist. Okay. Gerade wenn es sich hier für manche um diese Person aus der ersten Spalte handeln sollte. Vielleicht macht es Sinn, bis zur zweiten Oktoberwoche abzuwarten, weil dir diese Person dann signalisieren könnte, ob er oder sie bereit ist, an sich oder an eurer Verbindung zu arbeiten oder nicht. Okay, du könntest hier eine Art Zeichen oder Bestätigung erhalten.
Gerade weil wir diese Feuerenergie hier doppelt haben mit dem König der Stäbe in der ersten und dem Knaben der Stäbe in der zweiten Spalte. Wir haben auch die Mondkarte hier doppelt in jeder dieser beiden Spalten einmal. Dementsprechend, ja, kann das für manche dieselbe Situation oder Person sein, mit der du es hier zu tun hast. Und in der zweiten Oktoberwoche könnte hier ein wichtiges Gespräch stattfinden oder könnte jemand eine wichtige Nachricht verschicken, die zeigt, okay, ich bin bereit, über das zu sprechen, was sich in mir abspielt, über das zu sprechen, was ich wirklich denke oder fühle. Ich bin bereit, mich zu öffnen. Ich bin bereit, in die Tiefe zu gehen. Okay. Ich sehe hier eine Art Verletzlichkeit, aber nicht im Sinne von einer Schwäche, sondern im Sinne von einer Stärke. Definitiv. Jemand könnte sich selber hier erlauben, mehr Zuneigung zu zeigen, mehr Offenheit an den Tag zu legen, sich und anderen Menschen vielleicht gegenüber einzugestehen, okay, ich wünsche mir mehr, ich möchte vielleicht auch mehr Nähe, ich möchte auch, dass diese Verbindung sich weiterentwickelt oder ich möchte mehr Gefühle zeigen, ich möchte mehr auf deine Bedürfnisse, auf meine Bedürfnisse eingehen können. Aber das sieht sehr, sehr schön aus. In der zweiten Oktoberwoche könnten generell sehr emotionale Momente auf dich zukommen. Nicht nur, was diese Person angeht, okay? Ich glaube, dass du dir selber auch über gewisse Gefühle bewusst werden könntest, zu welcher Situation auch immer, dass hier starke Emotionen aufkommen könnten. Würde mich nicht wundern, wenn du sogar die ein oder andere Träne verdrückst in der zweiten Oktoberwoche. Das muss aber absolut nichts Schlechtes sein, okay? Generell ist Weinen nichts Negatives, weil unser Körper so, ich sag mal, einen Überschuss an Hormonen rauslassen kann. Okay. Das ist was sehr Gesundes. Und es kann auch sein, dass hier jemand aus Freude weint. Es kann auch sein, dass jemand gerührt ist einfach. Okay, es kann etwas, es muss nichts Negatives sein, was hier jemanden zum Weinen bringt. Es kann sein, dass manche Widder hier feststellen, dass sie in der zweiten Oktoberwoche ein bisschen näher am Wasser gebaut sind als normal. Aber das ist in Ordnung. Okay, das Sternzeichen Fische kommt hier sehr stark durch. Ich weiß nicht, ob du da jemanden in deinem Umfeld hast. Jemandem könnte es außerdem leichter fallen, seine Worte aufzuschreiben, als sie auszusprechen. Wenn du merkst, hier kommt ein emotionales Gespräch auf mich zu, vielleicht macht es Sinn, deine Gedanken dazu vorher niederzuschreiben, damit du irgendwie vorbereitet bist. Okay, aber was auch immer das hier für ein emotionaler Moment ist oder vielleicht sogar mehrere Momente, ich denke, dass sie dich dir selber und anderen Menschen irgendwo näher bringen könnten, dass du mehr über deine eigenen Gefühle und die Gefühle anderer Menschen hier lernst in diesem Zeitraum. Und für manche würde es mich sogar nicht wundern, wenn du hier erfährst, dass hier jemand eine Menge Zuneigung für dich hat. Okay, jemand könnte seine Zuneigung für dich ausdrücken in romantischer Hinsicht. Würde mich definitiv nicht wundern, wenn dir hier jemand zeigt, wie wichtig du ihm oder ihr bist. Wenn du sagst, in der Liebe gibt es überhaupt niemanden und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das in der nächsten Zeit passiert, dann ist es vielleicht einfach ein Familienmitglied oder jemand aus deinem Freundeskreis, der dir sehr nahe steht und dir einfach zeigt, wie wichtig ihm oder ihr diese Verbindung zwischen euch beiden ist, okay? Aber ich habe das Gefühl, dass nicht nur du sehr offen bist, sondern auch die Menschen um dich herum, spätestens in der zweiten Oktoberwoche, okay? Und das kann für manche auch so ein bisschen unerwartet kommen. Mit der Mondkarte haben wir eine Karte, die oftmals für Geheimnisse steht oder für Dinge, die sich im Hintergrund abspielen. Okay, hier könnten Gefühle zum Vorschein kommen, mit denen du so nicht rechnest, die bisher irgendwie versteckt waren.
Okay, das kann aber auch sein, dass deine eigenen versteckten Gefühle hier zum Vorschein kommen. Dass du merkst, dass manche Situationen dich vielleicht emotionaler machen, als du denkst. Dass dich manche Situationen mehr berühren, als du denkst. Manche könnten hier Gefühle fühlen, die sie lange nicht mehr gefühlt haben. Okay. Vielleicht ist das eine Art von Mitgefühl für Fremde, was du so lange nicht mehr gespürt hast. Sei es, wenn du irgendwie ein glückliches Pärchen auf der Straße siehst und wirklich deren Liebe fühlen kannst, oder sei es, wenn du die Nachrichten siehst und ja, diese Trauer in dir hochkommt, wenn du siehst, wie ja, negativ manche Umstände auf der Welt sind, oder es kann sein, dass du merkst, dass du vielleicht stärker für jemanden empfindest, als du dachtest. Oder dass Situationen, von denen du dachtest, sie wären komplett geheilt, sie würden dich nicht mehr berühren, vielleicht doch nochmal was in dir auslösen. Aber es ist nicht im Sinne von, okay, ich stell dir fest, dass ich überhaupt nicht geheilt bin. Ich habe das Gefühl, wieder komplett am Anfang zu sein, sondern es ist eher so, dass dir diese Gefühle fast aufzeigen, dass du menschlich bist, dass du ein intaktes Herz hast, dass sich deine Gefühle vielleicht sogar auch weiterentwickelt haben. Okay, vielleicht machen dich gewisse Situationen immer noch emotional, aber auf eine andere Art und Weise, die sich irgendwie fortschrittlicher anfühlt. Ich hoffe, das macht Sinn. Lass uns die Priesterin ansehen. Worum geht es hier mit der Priesterin? Ungefähr in der dritten Oktoberwoche bei dir, liebe Sternzeichen Widder. Was kann dir die Priesterin hier noch zum Oktober verraten? Was solltest du noch wissen? Wir haben zur Hohepriesterin die Sechs der Stäbe und die Herrscherin. Sehr schöne Kartenkombination. Du könntest in der dritten Oktoberwoche irgendeine Art von persönlichen Erfolg feststellen. Ich habe überlegt, ob das was Berufliches oder Finanzielles ist, aber das kommt irgendwie nicht für mich durch. Es könnte im weitesten Sinne damit zusammenhängen, aber hier geht es nicht um beruflichen Erfolg an sich, hier geht es nicht um Geld, hier geht es nicht um materielle Dinge, hier geht es um dich persönlich. Du könntest persönlich etwas erreichen, worauf du stolz sein kannst. Sei das in deiner persönlichen Weiterentwicklung oder, sag ich mal, was deine mentale Gesundheit, deine physische Gesundheit angeht, dass du da irgendwo einen Meilenstein erreichst, was zum Beispiel deine Fitness angeht, deine Gewohnheiten angeht. Vielleicht arbeitest du daran, dir auf sozialen Medien irgendwie eine Reichweite aufzubauen und merkst da, dass du mehr und mehr Erfolg hast. Oder vielleicht eignest du dir irgendwie ein neues Hobby an, versuchst irgendwas Neues zu lernen und merkst, dass du damit erfolgreich bist. Etwas, was viel mit dir persönlich zu tun hat. Und andere Menschen könnten in dieser Situation die Bestätigung dafür sein, dass du diesen Erfolg erreichst im Oktober. Was ich damit meine ist, manche könnten zum Beispiel ein Kompliment für etwas erhalten, wo sie wissen, ich habe mich weiterentwickelt, okay, eben für deine persönliche Weiterentwicklung oder für das, was du online mit den Menschen teilst oder für deine Fitness, die offensichtlich besser geworden ist, was auch immer es ist. Es könnte nicht nur dir auffallen, sondern auch anderen Menschen. Und das gibt dir eine Art von Bestätigung, ja, ich bin hier weitergekommen. Ich bin erfolgreicher in dieser Sache, als ich es vorher war. Manche könnten hier tatsächlich eine positive Nachricht erhalten. Irgendeine Art von Zusage, dass du irgendwie eine Wohnung bekommen hast oder das Wort Sponsorship ist durchgekommen.
Ich weiß nicht genau. Irgendein Platz könnte dir irgendwo angeboten werden. Ein Platz bei, keine Ahnung, einem Kurs, einem Workshop oder an irgendeiner Schule. Ich weiß es nicht genau. Wenn du an irgendetwas teilnehmen möchtest, dann kann es sein, dass du dafür eine Zusage erhältst, eine Einladung erhältst. Manche könnten hier ein Ticket für irgendetwas kaufen, worüber sie sich sehr freuen im Oktober. Okay, nimm es mit, wie es für dich resoniert, aber mit dieser Nachricht, mit dieser Bestätigung von außen geht ein starkes Erfolgsgefühl einher und sogar auch ein Gefühl von Stolz, würde ich sagen. Ein gesunder Stolz ist das. Lass uns das Erwachen ansehen. Worum geht es hier mit dem Erwachen gegen Ende des Monats bei dir, liebe Sternzeichen Widder? Was kann dir das Erwachen noch zum Oktober verraten? Wow. Wenn das mal keine wunderschöne Kombination ist hier. Zum Erwachen haben wir die 10 der Kelche. Und den König der Kelche. Hier kommt nochmal Wasserenergie durch. Krebs, Skorpion, Fische. Also wir haben hier sehr starke Wasser- und Feuerenergie in deiner Legung. Luft und Erde kommt hier eigentlich gar nicht durch. Ich glaube, dass du dich generell diesen Monat zu Menschen hingezogen fühlst, die ihr Herz auf der Zunge tragen, die ihre Gefühle zeigen, die vielleicht manchmal auch so ein bisschen chaotisch sind oder sich nicht von ihrer perfekten und durchdachtesten Seite zeigen. Aber ich glaube, dass du dich selber mehr damit identifizieren kannst, wenn Menschen sich hier auch mal von ihrer emotionalen Seite zeigen, von ihrer unperfekten Seite zeigen. Ich glaube, du magst Menschen, die nahbar sind und umgibst dich mit solchen Menschen diesen Monat. Und solche Menschen könnten sich auch zu dir hingezogen fühlen im Oktober, okay? Ich glaube, dass du wahrscheinlich nicht super viel Zeit mit Menschen verbringst, die extrem analytisch und durchdacht handeln und eher ein Kopfmensch sind. Ich glaube, du befasst dich eher mit den Herz- oder Bauchmenschen, sagen wir es mal so, okay? Wie dem auch sei. Irgendeine Art von Durchbruch könnte es Ende des Monats bei dir geben. Irgendeine wichtige Erkenntnis, die du hier erhältst. Über dich selbst, über deine Weiterentwicklung, deine Rolle im Leben anderer Menschen. Manche könnten im Oktober merken, ich werde viel positiver von anderen Menschen wahrgenommen, als ich es dachte. Ich spiele eine viel wichtigere Rolle im Leben anderer Menschen, als ich dachte. Ich werde viel mehr wertgeschätzt, als ich dachte. Was nicht nur daran liegt, dass Menschen es dir vielleicht vorher nicht genügend gezeigt haben, sondern vielleicht hast du es nicht gesehen, dass andere Menschen dir ihre Zuneigung gezeigt haben. Vielleicht hat die Zuneigung, die dir andere Menschen entgegengebracht haben, nicht in dein unterbewusstes Bild gepasst davon, wie Menschen dich deiner Meinung nach wahrnehmen. Was ich meine ist, wenn du unterbewusst den Glaubenssatz hast, andere Menschen sind gegen mich, ich ecke überall an aufgrund meiner Persönlichkeit oder andere Menschen verstehen mich nicht oder es fällt mir schwer, Beziehungen aufzubauen oder beizubehalten oder was weiß ich. Es gibt so viele Glaubenssätze, wie die wir haben können. Und wenn du so einen Glaubenssatz hast, kann es sein, dass der dir im Weg dabei gestanden hat, wahrzunehmen, wie viel Zuneigung du bereits von anderen Menschen erhältst. Ja, vielleicht bist du jemand, der in der Vergangenheit Komplimente oftmals abgewiesen hat. Anerkennung abgewiesen hat, vielleicht sogar Nähe abgewiesen hat, weil dein Unterbewusstsein dir irgendwo gesagt hat,
das ist eh nicht ernst gemeint oder keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, dass einige hier gerade Ende Oktober merken könnten, vielleicht finden andere Menschen mich tatsächlich wesentlich besser, als ich dachte. Vielleicht bin ich wesentlich attraktiver, als ich dachte. Vielleicht bin ich wesentlich beliebter, als ich dachte. Vielleicht habe ich mehr Charisma, mehr Ausstrahlung, als ich dachte. Vielleicht fühlen sich Menschen mehr zu mir hingezogen, als ich dachte. Das könnte ein riesiger Aha-Moment für manche sein, Ende Oktober. Weil ich das Gefühl habe, dass du deine Abwehrhaltung ablegst, wenn andere Menschen dir etwas zeigen oder sagen. Du lässt diese Zuneigung zu. Und ich denke, für viele geht es hier um Liebe, um Zuneigung, Aufmerksamkeit, solche Dinge. Für manche kann es auch um Erfolg oder generell die Erfüllung im Leben gehen. Vielleicht konntest du diese Dinge nicht zulassen, weil das irgendwie nicht ganz im Einklang war mit einem unterbewussten Glaubenssatz, den du hattest. Aber ich habe das Gefühl, dass du hier durchschaust, mein Glaubenssatz entspricht nicht der Wahrheit, entspricht nicht der Realität. Ich kann einfach akzeptieren, dass ich bereits diese Erfüllung habe, dass ich bereits diesen Erfolg habe, dass ich bereits jede Menge Zuneigung erhalte, was auch immer das ist. Aber ich würde hierzu gerne noch meine Erklärung legen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mehr hinter dieser letzten Spalte steckt, als ich bisher angesprochen habe. Wir haben den Namen. Manchen könnte sich tatsächlich eine komplett neue Zukunft offenbaren. Manche könnten hier... manche könnten jetzt auf einmal klar und deutlich ihre Zukunft vor sich sehen. Erinnerst du dich dran, als wir ganz am Anfang gesagt haben, du strebst nach mehr, du suchst nach mehr. Da ist dieses starke Bedürfnis, dieses Mehr zu finden, was auch immer das für dich ist. Aber du wusstest vielleicht nicht genau, wie es aussieht. Ich habe das Gefühl, Ende Oktober haben einige eine klare Vision davon vor Augen, wie ihre Zukunft aussehen soll. Okay. Vielleicht erlaubst du dir selber Ende des Monats, dir eine Zukunft mit einer spezifischen Person an deiner Seite vorzustellen, weil du jetzt den Partner, die Partnerin für dich gefunden hast, mit der dieses Bild einfach wesentlich konkreter wird. Oder vielleicht hast du deinen Traumjob gefunden und weißt jetzt, wie deine Zukunft in diesem Arbeitsumfeld langfristig aussehen könnte. Oder vielleicht findest du den perfekten Wohnort für dich. Oder ich habe das Gefühl, dass ein Ziel hier, etwas, wonach du vorher bereits gestrebt hast, konkreter wird Ende des Monats, dass du etwas klar und deutlich vor Augen siehst. Und es könnte sehr, sehr erfüllend für dich sein, weil du jetzt endlich weißt, wonach du die ganze Zeit gesucht hast. Weil etwas endlich greifbar wird oder vielleicht noch nicht greifbar, aber ich glaube, es ist nah genug, um es zu sehen. Ja, etwas kommt aus dem Schatten ins Licht. Du tauchst so weit in die Tiefe, dass du endlich erahnen kannst, was sich am Meeresgrund befindet. Ja, und hier kann es für manche um das Leben im Allgemeinen gehen. Hier kann es für manche um einen ganz spezifischen Lebensbereich gehen, der für dich einfach konkreter wird. Aber ich habe das Gefühl, dass es irgendwo einen Bereich gibt in deinem Leben, wo du aktuell noch nicht ganz genau weißt, wie es weitergeht, wie etwas langfristig aussehen wird. Und ich denke, Ende Oktober kannst du das sehen. Super, super schön. Mir gefällt deine Legung sehr gut. Wir legen jetzt zum Schluss noch eine Starseed-Karte für dich dazu und schauen uns an, was die letzte wichtige Botschaft an dich ist zum Oktober. Wenn du Interesse
daran hast, noch mehr über die Liebe herauszufinden, dann findest du den Link zur weiterführenden Legung unten in der Infobox. In der weiterführenden Liebeslegung schauen wir uns an, mit wem du es in der Liebe genau zu tun hast, welche Eigenschaften diese Person mit sich bringt, wohin sich das Ganze im und nach dem Oktober entwickelt und ob es hier langfristig für die Singles Beziehungspotenzial gibt. Das heißt, wenn in dieser Legung etwas für dich in der Liebe resoniert hat, dann findest du, wie gesagt, den Link unten in der Infobox. Und ja, da könnte es für manche eben um diese Person gehen, die vielleicht dir mehr ihre Gefühle offenbart, gerade in der zweiten Oktoberwoche eventuell. Würde mich nicht wundern, wenn es ein Wasser- oder ein Feuersternzeichen ist. Ja, aber jetzt zurück zu den Starseed-Karten. Was kann dir die Starseed-Karten noch mitgeben? Was ist da die letzte wichtige Nachricht an dich? Und wir haben hier Hierith. Longing for home, homesick for the stars. Hier geht es um eine Sehnsucht und das ist so passend für deine Legung. Ja, hier geht es nach dieser Sehnsucht, die wir von Anfang an angesprochen haben. Dieser Sehnsucht nach mehr. Du weißt, dass du nach etwas suchst. Du hast dieses starke Gefühl, da gibt es etwas, was ich erreichen kann, was ich finden soll. Ich weiß bloß noch nicht genau, wie es aussieht. Und ich glaube, diese Sehnsucht wird erfüllt werden. Du befindest dich auf dem richtigen Weg. Geh in die Schatten, geh in die Tiefe. Und du wirst einer klaren, deutlichen Vision deiner Zukunft näher kommen. Okay. Ich denke, du wirst den Partner, die Partnerin finden, den richtigen Job finden, den richtigen Wohnort finden, die Erfüllung finden, die du suchst. Und sie wird klar sein, sie wird sichtbar sein. Okay. Also, sehr schöne Legung. Ich hoffe, sie hat dir gefallen und du konntest was daraus für dich mitnehmen. Wenn du Interesse an einer persönlichen Legung hast, dann findest du auch dazu den Link unten in der Infobox. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du diesem Video ein Like gibst und meinen Kanal abonnierst, falls du das noch nicht getan hast. Ansonsten wünsche ich dir heute noch einen schönen Resttag und einen richtig tollen Oktober.